Sie kennen das ganz bestimmt. Sie planen, in den Urlaub zu fahren, nehmen Ihr Auto, wollen schnell noch voll tanken und bemerken, der Spritpreis ist ja viel höher als noch vor wenigen Tagen. Ganz besonders zu Beginn von Ferien, wie zum Beispiel jetzt den Pfingstferien, aber auch zu Beginn des Wochenendes steigt der Spritpreis immer wieder. Wir haben uns informiert und das stimmt auch tatsächlich. Dieses subjektive Empfinden ist kein Irrtum der Psyche. Nein, es ist tatsächlich objektiv nachweisbar. Ja, im Durchschnitt zahlte man beispielsweise am Donnerstag noch für einen Liter Super 1,333 Euro und für einen Liter Diesel 1,213 Euro. Das ist der Durchschnitt aller heimischen Tankstellen. Und das heißt, wir bewegen uns auf einem Niveau von Juli 2015, was den Preis von Super betrifft, und November 2014, was den Preis von Diesel betrifft. Es ist aber so, dass es pro Tankstellen auch enorme Unterschiede gibt. Wir sehen zum Beispiel hier Diesel 1,359, das heißt fast 1,36 Euro pro Liter. Das ist dann ja, 18 Cent über dem Durchschnitt. Das ist eine Menge Geld. Wenn man jetzt sagt, ein ordentlicher Tank hat, was weiß ich, 40, 50 Liter, dann sind das 10 Euro mehr pro Tank. Eigentlich unglaublich viel Geld, das hier bei diesen Preisschwankungen, die es definitiv gibt, verbuttert wird.